So, liebe Leute, weiter geht's heute mit den Rissern. Und wir sind zurück beim Let's Play Need for Speed Hot Pursuit und wir machen weiter. Ich mag die Strecke nicht. Das haben wir ja auch schon durch Eagle Quest. Ja. Stimmt, da haben wir auch alles erledigt. Ja, wir haben schon einige Rennen dabei, wo eigentlich einige erledigt sind, aber da sind auch einige Rennen dabei, wo wir echt noch Probleme hatten. Warte mal, da ist doch noch irgendwo noch ein Hot Pursuit offen, oder was ist das? Wir brauchen jetzt mal Gold. Ist das wirklich nur dieses eine Rennen noch, oder was? Bei den Racern, was es jetzt irgendwie noch ein bisschen ärgern wird? Ne, hier ist einer noch. Ach, fahren wir das mal. Genau, das wollte ich eigentlich noch ansetzen. Ich werde übrigens nur zwei Versuche fahren, pro jeweils dieses Rennen. Also wenn wir es beim ersten Mal nicht schaffen und beim zweiten Mal nicht schaffen, dann machen wir das dann immer noch mal weiter. So, okay. Was haben wir denn hier so Schönes? 317, Höchstgeschwindigkeit 3 Heim. Ich nehme den Skyline, komm. Oder den GTR ist es ja. Es ist ja kein Skyline eigentlich. Es soll einer sein, ist aber keiner. Es ist ein GTR. So, was haben wir denn hier zur Verfügung auf jeden Fall? Wie gesagt, 20,7 Kilometer stehen hier uns an. Und wir haben drei Nagelbinder, wir haben drei Störsender, wir haben zwei Turbos und wir haben drei EMPs. Und gerade diese zwei Turbos, die können uns tatsächlich auch durchaus mal helfen. Weil damit habe ich auch schon den einen oder anderen noch kurz vor uns hier kassiert. Oder beziehungsweise dann abgehängt, der mir dann irgendwann auf den Sack ging. So, dritter sollen wir werden und ich hoffe, dass es vielleicht nur vier Autos sind, aber... Naja, mal gucken. Es sind ein paar mehr, oder? Okay. 5, 6, 12, oder? Das ist doch 4. Ne, 15. Also brauchen wir uns also um zwei Autos ein bisschen zu kümmern. Aber gucken wir mal. Wir haben bestimmt jetzt gleich wieder Kopf ohne Ende, weil das ist, wie gesagt, auch noch passiert und das müssen wir dann irgendwie. So, wir haben eine Corvette, wir haben den Porsche, die Dinger. So, ich zieh mal gerade vor. Immer so freundlich, ich höre noch mal vorbei gerade. Da steht der Junge. Auf jeden Fall irgendwas gerade getroffen und es war ein Porsche. Der Porsche da hinten. Hat mich getroffen. Weil ich hatte gehofft so ein bisschen, wenn ich da diese Engstelle nutze. Da ist doch. Oh, SOS am G6 gewiss. Zentrale, wir benötigen eine Straßensperre. Ich ziehe vor eurer Position Einheiten zusammen. Behaltet eure Route bei. Straßensperren-Einheit ist. Scheiße, jetzt kann ich ihn. Da muss ich vorher den mit dem Zit. Also sind durch, Gott sei Dank. Verdächtiger fährt extrem aggressiv. Wir müssen das hier jetzt beenden. Halten Sie an! So, 13,9 Kilometer noch, müssen wir noch führen, ne? Ich hab ihn! Werde ihn jetzt festnehmen! Was du mich denn? So, das war der Aston Martin. Da muss ich, kann ich nicht mehr weiter rüber, nach wegen dem Mercedes. Kontakt! Verfolgung eines wunderbaren Unfalls. So, das war der komische Mercedes noch. Fahrzeug ausgefallen. Gehe nicht zurück. Nein, ich komm hier mal ran. Einer steht hier quer, das ist mir auch lieber. Verfolgung unterwegs zur Los Portos.
wenn ich da quer gestanden hätte, wäre ich den gehabt. Verdächtiger hat einen Unfall. Wiederhole. Verdächtiger hat einen Unfall. Nagelband einsatzbereit. Verdächtiger hat Nagelband. So, auf jeden Fall hat sich Kopf gerade zerlegt da. So, mein UMP-Treffer hat noch gesessen. Zentrale Sitzung und Genehmigung für ihn. Stürzen. Der Heli da vorne noch. Wenn der jetzt noch aktiv ist. Nein, ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch gar nichts getroffen. Verdächtiges Fahrzeug ist stark beschädigt. Ich leite die Festnahme ein. Verdächtiger widersetzt sich der Festnahme. Er wehrt sich. Scheiße. Aktiviert. Jetzt muss ich das Ding irgendwie nach Hause fahren, weil ich bin momentan auf 3. Zwei. Auf 2. Mit dem Turbo, ich bin ja noch kassiert, den Junge. Aber wenigstens hat die Aufgabe aber geschafft. Yes! Mein erster konnte man nicht mehr werden, aber den zweitplatziert, den habe ich mir noch kassiert, da mit dem Turbo. Und wir haben Glück gehabt, dass wir es noch irgendwie hingekriegt haben. Aber wie gesagt, das ist das erstmal das Allerwichtigste. Dass wir die Aufgabe gelöst haben. Oh ja, gut. Wir haben noch nicht mal. Wir haben Level 10 mittlerweile bei den Corps. Ja, bei den Racern, Entschuldigung natürlich. Damit kriegen wir auch hoffentlich ein bisschen neue Rennen. Weil ich will dieses 30-Kilometer-Rennen eigentlich noch ein bisschen aufschieben. Zack, das sind dann nochmal Stufe 3 sind wir jetzt mittlerweile, Stufe 10 also insgesamt. Wir haben eine neue Serie verfügbar. Und dann können wir auch nicht neue Rennen. Und zwar die Exoten-Events. Damit kriegen wir hoffentlich auch ein neues Rennen. Und wir haben ein neues Auto erhalten. Und zwar McLaren F1 Hyper Serie. Da ist das gute Stück. Aus dem Jahr 1994. Und ein V12 Vantage. Aus dem Jahr 2009. So, dann können wir jetzt mal hoffentlich ein bisschen noch. Haben wir noch mal ein neues Rennen? Hoffe ich zumindest, weil wir jetzt noch mal ein neues Rennen oder neue Rennen freigeschaltet bekommen. Ich wundere mich eigentlich, dass wir jetzt keine Jetset. Ja, 12,7 Kilometer. Na gut, dann haben wir das noch. Haben wir noch mal ein Rennen zumindest neu? Sunset Racer. Ja, ich möchte das gerne ein bisschen aufheben. Nochmal. Aber ich hoffe, das ist nur das eine, ne? Was wir jetzt freigeschaltet bekommen haben. Sieht so aus, ja. Scheiße. Okay. Ja, dann machen wir das doch jetzt erstmal. Ja, es sieht ziemlich danach aus. Okay, gut. Passt so. Müssen wir es halt mal irgendwie machen. Fangen wir an mit Jet Set. Los geht's. Was haben wir denn da so Schönes für Autos freigeschaltet? Haben wir noch immer Schönes? 323, 339. Och, dann nehmen wir den LC640 auch, Leute. Das gute Stück. Weil das gute Stück, das soll uns tatsächlich ein bisschen
zum Sieg treffen. Also insgesamt müssen wir Erster werden für 12.100, für 12.500 Kopfgeld, Zweiter für Silber und zumindest 8.000 Kopfgeld und 4.000 Kopfgeld kriegen wir immer noch für den dritten Platz. Eben, wie gesagt, bin ich kurz vor der Ziellinie noch Zweiter geworden, damit bin ich auch super zufrieden. Hauptsache, wir haben die Aufgabe gelöst. Und ich auf diese 31 Kilometer rennen, dann irgendwie am Ende Dritter werde, ist mir das auch egal. Aber das Problem, bisher konnten wir es nicht schaffen, weil eben drei Mann immer vorne weggezogen sind und die wir als Beste momentan Vierter nur sind. So, okay, wie dem auch sei, 12,7 Kilometer durch die Wüste und jetzt machen wir ein paar mehr Autos zur Strecke. Ich zähle insgesamt 6 mit mir. Ja, es sind aber 7. Na gut, gucken wir mal einfach. Wir kriegen doch schon den Weg. Wir haben keine Kopf. Wir haben keinen. Der Lammutter wollte aber schon springen. Naja, schauen wir mal. Ihre Verhältnisse sind kleines Rennen von der Distanz her. Wie werde ich versuchen, das Rennen zu gucken? Warte ab. Nimm mal dein Auto da weg. Schön, dass du mich jetzt komplett wegbremst. Ich habe in dem Fall null zu tun und kriege dann von dem umherfliegenden Auto noch so weggebremst. Aber ich habe einfach mal. Ich sag mir, da wäre jetzt den 6. Jetzt haben sie noch nur für 7. Also 6. Dritter müssen wir werden. Scheiße. Ich habe die Abkürze nicht gesehen. Wenn ich jetzt gerade wieder auf den Verkehr geachtet habe. Wir haben noch keine Verfolgungstechnologien, dass ich irgendwas machen kann. Momentan sind wir auf 5. Und jetzt glaube ich ein bisschen zurückzukämpfen. Vorne schon der 4 platziert. Wir haben über 5 hohe Geschwindigkeiten. So, den holen wir uns noch. Da vorne schon der 3 platzierte. Schön im Windschatten dran. Ein Auto muss mir passieren. So, 1,3 Kilometer noch. Die zwei da vorne, die kriegen mich nicht. Wir sind schon durch. Aber wir sind als Dritter und haben uns das Rennen geholt. ZZ ist abgeschlossen. Wir sind Bronze. Gott sei Dank. Haben wir auch schon mal so ein Rennen wieder weggeschlossen. Rein nur über die Pace, aber der ging jetzt wirklich komplett über die Geschwindigkeit. Gott sei Dank haben wir ihn kassiert. So, bei 755.000 springen wir hoch auf den nächsten Level. So, dann mache ich Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder um 12 Uhr. Natürlich. Bis dahin. Tschüss.